Aufstehen, Schule, Arbeit, Essen, Lernen, Schlafen. Aufstehen, Schule, Arbeit, Essen, Lernen, Schlafen. Immer wieder aufs Neue. Jeden Tag. Das Gleiche. Aber wieso das alles überhaupt? Weshalb lasse ich mir meine Energie und Zeit von anderen mir gänzlich fremden Menschen nehmen? Aus welchem Grund soll ich meine Träume nur träumen, um mich schlussendlich nur in das System anpassen zu lassen? Warum darf das System, die Gesellschaft und somit das Leben jedes einzelnen Individuums so steuern und formeln, wie es benötigt wird? Aus welchem Grund soll ich einzig und allein für das System arbeiten und mein wertvolles Leben ausschließlich diesem einem gesellschaftlichen Ziel widmen? Ich möchte mein Leben selbst bestimmen, es so gestalten, wie es mir gefällt. Ich lasse mir meine Priorität nicht setzen, ich möchte sie selbst festlegen. Was wäre, wenn ich einfach gehen würde? Wenn ich mir mein Leben zurückholen würde? Aus dem System ausbrechen und einfach das genießen, was unsere Erde ausmacht? Ich will kein Gefangener eines geplanten, vorstrukturierten und ferngesteuerten Lebens sein. Dahin gehen, wo es mich hinzieht. Den Weg einschlagen, der mir soeben in den Kopf gekommen ist. Die Welt sehen, die mich umgibt. Die Luft atmen, die noch unbenutzt ist. Auf den Boden treten, der noch frisch ist. Im Einklang mit unserer Erde, mit meiner Erde. Kein unreiner Mensch, der dir etwas vorschreibt, und kein Gesetz, das dich von etwas abhält. Du lebst von dem, was du hast. Wie gerne würde ich einfach davongehen, ohne mich abmelden zu müssen, ohne an jemanden anderes zu denken. Keine Streits, keine Konflikte, keine Feindseligkeiten und kein Hass. Keine Abhängigkeit und kein Dazugehören. Keine Regeln, keine Pflichten und keine Einschränkungen. Einfach nur die Freiheit, die pure Harmonie mit dem, was da draußen ist. Der Klang der Vögel, die über mich hinwegfliegen. Des Wassers, das den Bachlauf entlang rauscht. Des Windes, der durch die Bäume und Gewächse streift. Das Bild der endlosen Ferne, der sattgrünen Wiesen und Felder, die sich wie ein Teppich zwischen die Wälder legen. Des strahlend blauen Himmels, der unseren Planeten umgibt. Der Geruch der frischen Blumen und Gewächse am Rande der Wege, der von Bienen bestäubten Blüten. Würde ich das denn schaffen? Diese unendliche Stille und Einsamkeit. Nie zu wissen, wie es weitergeht, wo man hinkommt und ob es noch ein Morgen geben wird. Kein Mensch wäre da, falls man Hilfe bräuchte. Kein Restaurant, das einem Essen macht, wenn man spontan hungrig ist. Keine Medizin, wenn es einem schlecht geht. Würde ich das alles schaffen? Niemand, der einem Nähe schenkt. Kein Erbarmen und keine Gnade. Nur die pure Wildnis. Keine menschliche Liebe und Zuneigung mehr. Keinen elterlichen Rat, wenn man nicht mehr weiter weiß. Keine Werkzeuge zum Schaffen und Bauen. Kein Herd und kein Kühlschrank für Lebensmittel. Keine langen Kühlregale im Supermarkt um die Ecke. Würde ich das alles schaffen? Hier draußen steht der Mensch am Ende der Nahrungskette. Ohne Industrie, Technik und Fortschritt, was bleibt da vom Menschen denn schon? Vielleicht der Jäger oder vielleicht der Sammler? Die wenigsten Menschen wissen, wie es ist, ein kleines Sandkorn in einem riesigen Sandsturm zu sein. Also frage ich mich, würde ich das alles schaffen? Ich werde es wohl nie erfahren.